Hey, hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Wo hat denn der jetzt den Turtle her? Wann habe ich den Turtle zur Jagd freigegeben? Entschuldigung. Ach so, hier sterben ganz viele Turtles irgendwo, aus irgendeinem Grund. Das große Turtle-Sterben. Na gut, sammelt sie ein, dann haben wir was zu essen. Ansonsten, die Portbetten stehen. Eins muss noch gebaut werden, zwei müssen noch gebaut werden. Ich bin weitestgehend zufrieden. Was macht Andy da? Ein Wildschwein, die da Staubmandel. Na, hoffentlich wird er gut, Andy. Ach, da ist die Musik auch wieder. Ich wusste doch, irgendwas fehlte. Sehr viel entspannter direkt. Das haben wir noch gerade in der letzten Folge erforscht. Boah, ich erinnere mich nicht. Ist doch gar nicht so lange her. Glas. Den Tisch haben wir auch schon. Ah ne, den haben wir geplant. Okay. War es überhaupt Glas? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir haben keine Erntezeit, wenn ich es richtig verstehe. Kann nicht wachsen. Kalte Jahreszeit. März, Oktober. Was? Wir müssen bis im März uns jetzt von wer weiß was ernähren? Oh Mann. Oh Mann. Aber genug Fleisch ist, ja, genug Fleisch ist im Haus. Das sollte eigentlich passen. Das kann man ja auch was zaubern, nicht wahr? Genau. Ich habe natürlich immer noch keinen Herd. Den suche ich ja immer noch. Den muss es ja auch irgendwo zur Forschung geben. Das Glasding, warum macht er kein Glas? Haben wir keine Steelbars oder haben wir keinen Mitarbeiter, der Zeit dazu hat? Tatsächlich zu wenig Steelbars. Wie viel haben wir denn? 54. Haben wir keinen Steel mehr? Oh. Wir haben keinen Stil. Da geben wir doch mal kurz einen Bauxit. Das war Aluminium. Ganz klar, wir müssen ein bisschen was abbauen. Und deswegen Strip, nicht Strip, Entschuldigung. Minebrush, Vein Mining. Einmal den da. Das hätte ich aber auch gerne auch noch aus der Nähe. Aus der nächsten Nähe irgendwo. Ich glaube, du bist komprimierter Stahl. Ja, sehr schön. Das gibt natürlich ein neues Schussfeld da oben frei, aber das müssen wir jetzt mal leben. So, wenn nichts zu tun hat, kann hier Berge aushöhlen. Was? Wildschweinlederstaubmantel infused. Jetzt muss ich gucken, wo ist der denn abgelegt worden? Ist jetzt mal gut. Staubmantel. Ihr seht ihn bestimmt schon, ne? Es ist so wimmelbildmäßig hier gerade. Staubmantel. Ach, den hat wahrscheinlich einer angezogen, oder? Mein Staubmantel im Inventar. Waffenkleidung. Da. Wird schon der Staubmantel ausgerüstet. Wer trägt ihn? Kann man hier nicht sehen. Oh, wie gemein. Das kriegen wir ziemlich schnell raus. Overall. Parker. Ha. Haha. Da. Excellent. Nice. Sowas hier. Oh, nice. Andy selber hat ihn angezogen. Sehr gut, Andy. Wunderbar hergestellt. Cool, der Staubmantel. Wird hoffentlich auch so ein geniales Teil. Warum friert denn Mole sich den Arsch ab? Ich mag Mole ja nicht, ne? So ein unsympathischer Typ. Haben wir gerettet, aber der arbeitet ja kaum für uns. Die schuften sich hier den Arschwund und Kommunikation. Kommunikation, eine wichtige Sache. Eine sehr wichtige Sache. Entschuldigung. Es gibt Leute, die drücken da auf den Knopf und dann ist Ruhe. Ich habe den Knopf nicht. Goods and Services. Funkanlage. Da die nicht so viel Platz wegnimmt. Setzen wir die einfach hier hin. Was braucht ihr eigentlich? Oh, die braucht Glas. Also erst das da zu Ende bauen. Haben wir jetzt genug Stielbarren? Scheinbar. Ich wüsste zwar nicht woher, weil wir haben keinen neuen Stahl gefunden. Ach ne, sind nur 54 drin. Okay, alles klar. Was? Was ist mit dir denn los? Schock. Bewusstlos. Schlachten. Bedürfnisse. Nahrungsmittelmangel leicht und unterkühlt. Ach, ihr sterbt mir hier alle Unterkühlung weg. Das ist schlecht.
schlecht. Hätte man vielleicht einen richtigen Stall bauen sollen. Das hier ist noch kein richtiger Stall. Oh, Mole friert sich auch in den Punkt, Punkt, Punkt ab. Hör uns, Mole. Das ist ein Shooter, der hier raus nur umläufst. Genau, geh mal ein bisschen wieder rein. Da ist es wärmer. Der Andy macht ja gerade warme Klamotten. Nun, eine Vorratskapsel ist runtergekommen. Wo denn? Ah, oh, sehr gut. Oats. Einsammeln, Leute. Dann haben wir das Essensproblem gelöst. Ach, der Mole first update. Der ist eigentlich sehr überzeugend, was das angeht, der Mole. Deswegen hatte ich eine gute Arbeitskraft, was das Thema angeht. Sehr gut, Andy. Sehr gut. Und ablegen. Boah. Er ist zwar nur normal, aber hat ordentlich mehr Trefferpunkte und ja, auch super. Hast du gut gemacht, Andy. Wer zieht ihn an? Ah, Lockti hat ihn angezogen. Oh Gott. Mole. Leider an Unterkühlung. Okay, Mole. Wo bist du? Hier? Oh ja, das ist aber auch nicht der gute Ort für dich. Lockti, rette ihn. Ah, Herma rettet ihn schon. Kann jemand noch den Bogen retten? Hammer? Ach Maul, kannst du nicht schon wieder da hingehen und frisst dir wieder den Arsch ab. Der ist aber auch komplett nicht lernfähig, ne? Pass auf. Ich bin jetzt mal so frei und sage, dass der Andy, auch wenn ich den Andy brauche und ein guter Typ ist, aber der Andy muss jetzt mal hingehen und kurz den fallen lassen. Damit der Mole den anziehen kann. So, jetzt ist der Mole nämlich auch gegen Kälte geschützt und damit ist das Problem gelöst. Staubmäntel. Geiles Zeug. Ach, der Mole hat nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, warum ich den Mole überhaupt mit gutem Zeug ausrüste. Ein Trader ist incoming, okay. Wir haben immer noch das Stahlthema. Aber da ist jetzt in Arbeit. Sehr schön. Sehr schön. Kommt denn der Trader? Der kommt von da oben. Okay. Erschöpfung? Ja, der Mole ist ein bisschen müde, ne? Ja. Kommt davon, wenn man die ganze Zeit sich überarbeitet. Komm, Mole, ab ins Bett. Schlafenszeit. Bist du ganz schnell wieder fit. Guck mal, 20 Grad halten die zwei Heizungen, halten das eigentlich ganz gut. Schlafzimmer sind was kühler, aber Schlafzimmer sollen auch was kühler sein. Es ist gesünder. Sag ich mal so. So, was macht der Andy? Der macht einen Schildkrötenlederstaubmantel. Was hat er da noch liegen? Hirschleder Armor Pants. Macht der gute Andy. Ah, guck mal. Das Glasding ist fertig. Make Glass. Produziere bist du nicht für immer. Machen wir erstmal 25 für den Anfang. Das kann man ja immer noch, dafür brauchen wir nämlich auch nur 20, dann kann man das noch nach und nach erhöhen. Guter Job, Andy. Der Andy müsste auch langsam, was das angeht. Na, immer noch Stufe 12. Ah, schade. Hat er erwartet, dass das schneller geht. Ja, ist ein sehr guter Aufseher. Würde ich fast sagen, dass die Albina damit aufhört. Ist ein bisschen mehr um Kochen kümmert. Oh, ist so. Vielleicht haben wir damit zu wenig Aufseher. Kann gut sein, aber ja, passt schon. Wo geht denn der Mole hin? Mal spazieren. Ja, jetzt geht's ja. Jetzt hast du ja genug warme Sachen an. Dann habe ich da nicht so Gedanken. Also Sorgen drum. Geht's mal einem Eishühnchen? Oh, du verstirbst durch Erfrierung. Okay, das macht's ja dann auch nicht mehr lange. Oh. Reicht die Energie nicht? Ich hab gerade irgendwas mit Strom gesehen. Ich brauche keine Batterien und nichts hier im Einsatz. Das könnte man mal ändern. Strom. So, das habe ich jetzt gerafft. Das hat ein bisschen gedauert, Entschuldigung. Packen wir die zweimal da rein.
Haben wir eigentlich überhaupt alle Teile dafür? Wahrscheinlich wieder nicht. Ne? Steelbars fehlen immer noch. Aber da oben wird ja am Star gearbeitet. Guck mal, der schraubt das da zusammen. Sehr schön, da haben wir eine Funkanlage im Einsatz. Bett ist auch fertig. Das ist ein freies, ne? Das hat noch keiner. Genau, sehr gut. Und das hier können wir zu einem Krankenbett machen, ruhig. Kann man immer noch sagen, dass wir das ein bisschen umschichten. Na. Jetzt sind Leute außer Reichweite. Wir haben schon wieder einen Stromausfall. Energie, die wir produzieren, ist nicht ausreichend. Achso, die sind nicht angeschlossen, die Batterien. Das ist ja gar kein Problem. Machen wir hier noch eine schöne Verkabelung hin. Dann sind die Batterien auch angeschlossen. Ich weiß, wir haben Stromprobleme. Muss auch noch alles noch verkabelt werden hier. Und der Andy ist eigentlich nur mit Klamotten machen beschäftigt. Hat er nicht... Wer hat denn jetzt den anderen Staubmantel angezogen? Ich sehe das gar nicht. Hier oben. Hat ihn keiner angezogen? Nein, wir können neuen machen. Also irgendwer hat den Staubmantel angezogen. Ach so, er hat mit dem Hirsch... Ne, das sind die Armor-Pants. Ich muss auch noch irgendwann mal fertig machen, aber... Hier hackt wieder ein Steinchen. Bäumchen geht's auch nicht vorwärts. Bisschen enttäuschend, wie wenig jetzt hier produktiv geleistet wird. Nächstes haben wir jetzt einen Hauch von Energie in der Batterie drin. Ist wahrscheinlich gleich instant leer. Wieso läuft eigentlich keine Forschung? Entschuldigung, was ist denn jetzt los? Elektrischer Schmelzofen. Electronics Workbench. Feuerbestattung, Storaging. Ah, worauf gehe ich denn jetzt? Food. Das ist halt das, wo ich als nächstes eigentlich hinwollen würde. Aber es macht halt auch Sinn, das hier zu erforschen. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal Richtung Power. Und wieso habe ich immer noch keinen Kochtisch? Was habe ich verpasst, dass ich den nicht habe? Irgendwas habe ich vergessen an Forschung. So, dann gibt es halt nur so mittelmäßige Nahrung. Was auch ausreichend ist, wie es aussieht. Beschwert sich ja gerade keiner. Selbst die Energie reicht gerade so, dass wir da keine Probleme kriegen. Er baut an den... Ja, es ist halt abhängig davon, welche Geräte benutzt werden. Dann wird halt Energie aufgebaut oder eben nicht. Schalten der her? Jockeys? Ja. Das ist das Einzige, was wir momentan haben. Jockey. Solange der Winter so bleibt, wie er ist, wird das auch noch lange Zeit so leider bleiben müssen. Lebt denn irgendwo noch was? Ah, hier. Eichhörnchen. Könnte er jagen gehen. Es regnet, das ist kein Problem. Das ist ein miserabler Schützer, der Maul. Trifft wahrscheinlich gleich Lokti, so wie ich ihn kenne. Oh, Glück gehabt. Och, Maul, das ist doch nicht dein Ernst. Wie viel 300 Pfeile willst du denn drauf jagen? Bis du das Vieh tot hast. Die schießt wenigstens auf richtige Entfernung, trifft aber auch nichts. Wie die hier draußen, wie die Weltmeister nicht treffen. Entschuldigung, auf diese Entfernung solltest du... Oh, ist das traurig. Wir hätten da jetzt gerade mit dem Gewehr daneben gehalten. Oh, ich hab den Trailer verpasst. Naja, passiert. Hirschländer Leder Armor Pants sind wo auch immer gelandet. Wahrscheinlich direkt da angezogen. Aber auch gut geworden wohl. Wenn ich es richtig gelesen habe.
Schön, dann werden die Leute langsam klamottentechnisch besser ausgerüstet. Und ich würde sagen, wir speichern mal wieder. Zwischenspeichern und so. Und sehen uns in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt RimWorld. Bis zum nächsten Mal und tschüss.